Herausforderungen im tertiären Sektor oder Herausforderungen im Besonderen jetzt für die Universitäten. Ein schöner Auftakt, wenn hier Josef Beuys zitiert wird, war gestern eine ganz spannende Dokumentation im deutschen Fernsehen über ihn zu sehen, insofern passt es gut. Wenn man über die Vision von Universitäten im 21. Jahrhundert spricht, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass diese Vision immer noch jene Vision ist, die aus der Zeit der Aufklärung stammt, die wesentlich die Humboldtsche Universitätsidee beeinflusst hat. Und wenn wir heute ganz andächtig an US-amerikanische Elite-Universitäten schauen oder an englische Elite-Universitäten schauen, dann sind die ganz wesentlich von diesem Humboldtschen Geist beeinflusst. Es war ja ein deutscher Verfassungsrechtler, der etwa an der Universität Stanford in den 1990er Jahren wesentlich das Studium dort dahin geprägt hat, dass in Stanford eigentlich alle Studien mit einem Studium Generale beginnen und damit ganz der Idee verschrieben wurde, die die Humboldt-Brüder formuliert haben, nämlich dass Universitäten Weltbürger hervorbringen sollen. Sie sollen Menschen hervorbringen, die ihre Welt selbst gestalten und nicht nur funktionieren in einem System. Man könnte es auch auf eine andere Formel bringen. Das, was Universitäten vermitteln sollen, ist nicht Ausbildung, sondern Bildung. Und damit wäre auch schon ein wesentliches Abgrenzungsmerkmal zu Mitbewerbern im tertiären Sektor angesprochen. Was sind jetzt aber bei aller Vision, die sehr beständig ist, aus der Perspektive von Universitäten die Herausforderungen im 21. Jahrhundert, diese Vision umzusetzen? Und die Gesichtspunkte, die Sie hier aufgelistet finden, sind auch die wesentlichen Headlines in einem Papier des Deutschen Wissenschaftsrats. Also was sind die großen Herausforderungen der Universitäten am Kontinent im 21. Jahrhundert, vor allem im deutschsprachigen Bereich? Das ist zum einen die Globalisierung, die für die Universitäten immer spürbarer wird, also der internationale Wettbewerb und die Mobilität. Wenn Sie feststellen, dass nicht nur österreichische Universitäten in den Rankings zurückfallen, dann sind das hausgemachte Probleme. Es hat aber auch wesentlich damit zu tun, dass die Zahl der sehr erfolgreichen und sehr stark finanzierten asiatischen Universitäten regelmäßig steigt. Also wenn man sich anschaut, wie verlieren die kontinentaleuropäischen Universitäten an Terrain, dann ist das im Wesentlichen gegenüber neu gegründeten asiatischen Universitäten, mit denen wir zum Teil aus verschiedenen Gründen nicht Schritt halten können. Das Zweite ist das Thema der Beschleunigung, also die steigende Anforderung an den Erkenntnisgewinn. Es wird für Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer wie für uns alle immer schwieriger, nicht nur selbst innovativ zu sein, sondern überhaupt die Innovationszyklen, die in Ihrem Fachgebiet stattfinden, nachzuvollziehen. Es ist schon ein ziemlich hoher Anspruch, up-to-date zu sein. Da rede ich noch gar nicht davon, dass ich selbst einem wissenschaftlichen Mitbewerber, einer Mitbewerberin in meiner eigenen Forschung die Nase vorn habe. Komplexität. In jeder Wissenschaftsdisziplin nimmt die Komplexität zu. Wenn Sie sich, als ich Zivilrecht studiert habe, an der Kepler-Universität mit Zivilrecht befasst haben, dann haben Sie sich zu 95% mit österreichischem Zivilrecht, nationalem, genuinem Zivilrecht beschäftigt. Wenn wir heute Zivilrecht lehren, dann ist das zu einem großen Teil europäisches Recht, dann ist das zu einem beachtlichen Teil, Stichwort Kaufrecht der Vereinten Nationen, internationales Recht. Das setzt ein ganz anderes Verständnis von Zusammenhängen, ein ganz anderes Verständnis von Rechtssystemen voraus. Demografie, wir müssen uns ständig wechselnden Anforderungen
im Arbeitsmarkt stellen. Wenn wir immer darauf reagieren, es ist ja eine Vertreterin der industriellen Vereinigung anwesend, was uns vom Arbeitsmarkt als Anforderung an unsere Studierenden genannt wird, dann müssten wir eigentlich alle 2 Jahre die Studienpläne verändern. Wenn Sie bedenken, wie langsam eine Studienplanänderung wirkt, also von dem Zeitpunkt, wo Sie einen Studienplan erlassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Kollege, eine Kollegin die Universität verlässt, wenn Sie davon ausgehen, dass überwiegend immer noch es der Mastergrad ist, der den Weg in die Berufstätigkeit eröffnet, dann sind wir da in etwa 5 bis 6 Jahre später, wo die allerersten Studierenden aus einem fertigen Studienplan Absolventinnen und Absolventen sind. Und innerhalb dieser 5 bis 6 Jahre, wenn Sie sich überlegen, wie in der Industrie die Anforderungen sich in 5 bis 6 Jahren verändern, dann wird deutlich, dass man einen Fehler nicht machen darf, dass man an der Tagesaktualität Studienpläne entwickelt. Weil da wird man immer hinten nachhinken. Innovationsfähigkeit, es wird immer wichtiger, Wissen in die Gesellschaft zu transferieren, das natürlich auch aus der Perspektive der Adressaten immer schnelllebiger wird und damit es notwendig ist, dass sich unsere Gesellschaft immer stärker auf diese Dynamik einstellt und das ist ein großes Thema für die Universitäten, der Investitionsbedarf steigt wesentlich stärker, als es die Budgets sind. Das ist keine Kritik an der Politik. Die Politik kann denkunmöglich standhalten mit dem, was es an Investitionsbedarfen gibt. Das setzt aber eine Reaktion der Universitäten voraus, dass jede Universität eigentlich stärker sich spezialisieren muss, stärker sich Nischen suchen muss, weil die volle Breite jedenfalls auf einer High-Level-Forschungsebene nicht mehr darstellbar ist. Wie müssen wir auf diese Herausforderungen reagieren? Wir müssen die Betreuung der Studierenden verbessern. Werden Sie sagen, no. Das ist aber die ganz, ganz große Herausforderung und das wird deutlich, wenn wir uns bewusst machen, dass wir inzwischen jene Generation an den Universitäten ausbilden, die man als Digital Natives bezeichnet, die also mit der gesamten digitalen Technologie, Mobiltelefon, Laptops etc. aufgewachsen sind. Die Lehrveranstaltungsformate nicht nur an den Universitäten, sondern auch in den Schulen und möglicherweise auch an den pädagogischen Hochschulen sind aber immer noch aus Zeiten, wo die Nicht-Digital Natives diese Formate entwickelt haben. Und das ist ein ganz großes Problem für Lehrende in 90-Minuten-Formaten oder also 2 Einheiten oder 3x45-Minuten-Einheiten die Aufmerksamkeit zu halten. Gleichzeitig, wenn man glaubt, die Antwort und die einzige Lösung liegt in der Digitalisierung der Lehre, wir haben an der Johannes Kepler Universität im Bereich der Rechtswissenschaften große Erfahrung, weil wir seit den 1990er Jahren ein Distance Learning Programm im Bereich der Rechtswissenschaften anbieten. Dann haben wir dabei gelernt, dass es Universitäten kaum möglich ist, mit der Qualität Schritt zu halten, die unsere jungen Studierenden gewohnt sind. Wenn sie Online-Formate entwickeln, wenn sie Lehrveranstaltungen aufzeichnen, so wie das heute auch der Fall ist, dann werden Sie feststellen, dass mit den Möglichkeiten, mit denen Sie die an der Universität vornehmen, Sie relativ rasch die Aufmerksamkeit verlieren. Wenn Sie heute einen Beitrag in der ZIP 1 oder in ORF heute sehen, dann ist das ein maximal, also lange Beiträge sind 2 Minuten, die perfekt geschnitten sind, wo Sie mehrere Perspektiven sehen, wo Sie den Ton durch unterschiedliche Bilder unterlegt sehen.
Wenn Sie das so wie heute mit einem statischen Bild des Vortragenden vergleichen, dann werden Sie nicht bei einer 90-Minuten-Vorlesung 90 Minuten die Aufmerksamkeit haben. Das schafft fast niemand. Und daher ist das, was online-mäßig an Videos produziert wurde etc., nach aller Erfahrung nicht dazu angetan, dass das junge Kolleginnen und Kollegen tatsächlich 90 Minuten anschauen. Sie würden das auch nicht tun. Also sie sind eine völlig andere Qualität und erst recht unsere Digital Natives sind eine völlig andere Qualität gewöhnt. Das heißt, sie müssen einen Weg finden, um Alternativen zu finden. Kurze Podcasts, die neben Präsenzlehrveranstaltungen eine Rolle spielen. Formate von 90 Minuten, konventionell produziert, aussichtslos. Mobilität der Studierenden fördern. Man würde meinen, dass das das Gebot des 21. Jahrhunderts ist. Es ist eine Erfahrung aller österreichischen Universitäten und nicht nur der österreichischen Universitäten, dass die Mobilität abnimmt. Es war wesentlich mehr Interesse, Auslandserfahrung zu machen, noch vor 10, 15 Jahren, als das heute der Fall ist. Es war ein großes Thema an der Johannes Kepler Universität, ob es den Studierenden zumutbar ist, ein Medizinstudium teils in Graz und teils in Linz zu machen. Das war eigentlich nicht die Mobilität, von der ich spreche, sondern die Mobilität, von der ich spreche, ist, dass man neben dem Studium in Wien, Graz und Innsbruck Auslandserfahrung dazu macht. Damit sind nicht nur Bundesländergrenzen gemeint. Autonomie der Universitäten wird als das Lösungsinstrument beschworen. Das war auch die Gesetzesreform, die 2002 durchgeführt wurde. Wobei eine völlig autonome Universität, wenn sie von der staatlichen Finanzierung abhängt, eine Illusion ist. Wir verhandeln alle 3 Jahre mit dem Bund darüber, wofür wir Geld bekommen. Damit ist klar, dass weiterhin die Politik über die Schwerpunkte entscheidet, die an den Universitäten gesetzt werden. Das kritisiere ich nicht. Man muss sich aber über die Verantwortung der Politik trotz aller Autonomie in diesem Zusammenhang bewusst sein. Und das führt auch dazu, dass sich die Politik noch stärker überlegen muss, welche Profilbildung man in Österreich will und welche Schwerpunkte man hier setzen will. Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Weiterentwicklung der Governance-Struktur, also der Führungsstruktur an Universitäten. Wir kämpfen ein bisschen dafür, dass das Rektorat zwar für alles verantwortlich gemacht wird, aber das Wenigste alleine entscheiden kann, weil andere Gremien dafür zuständig sind. Und ich sage nicht, dass das Rektorat für mehr zuständig sein soll, aber man soll ein Bewusstsein entwickeln, worauf es Einfluss hat. Der Inhalt der Lehre wird über Studienkommissionen und über den Akademischen Senat entschieden. Damit muss auch klar sein, dass die Verantwortung für den Inhalt der Lehre nicht sehr einfach dem Rektorat zuzuweisen ist. Wir können hier Vorschläge machen. In gleicher Weise ist es auch bei der Personalentwicklung, wo wir nur sehr beschränkt einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Also eines der Probleme, mit dem nicht nur die österreichischen Universitäten kämpfen, ist, dass es eine Erwartungshaltung an die Universitätsleitung gibt, die Governance-Strukturen damit aber nicht in Übereinstimmung sind. Einer der wichtigsten Punkte und einer der ewig ungelösten Punkte ist das Thema wissenschaftliche Karrieren fördern. Wer die aktuelle Zeit gelesen hat, also das Wochenmagazin Die Zeit, in Deutschland wird über eine Verlängerung der Exzellenzinitiative diskutiert. Dazu muss man wissen, dass in Deutschland das Universitätswesen anders als in Österreich Landessache ist. Das heißt, die Bundesländer finanzieren die Universitäten. Der Bund hat aber in den letzten Jahren bestimmte Universitäten als exzellent ausgezeichnet und ihnen zusätzliche Bundesmittel gegeben. Und ein wesentliches Thema dabei war die Nachwuchsförderung. Und eines der besonders wirkungsvollen Instrumente der Nachwuchsförderung sind die Doktoratskollegs.
Anders als das vielleicht einige von Ihnen erlebt haben, ist das Konzept nicht mehr, dass man als Einzelkämpfer dissertiert und besser oder schlechter von einem Professor, einer Professorin betreut wird, sondern dass man in einem Verbund der Universität mit einem partiellen Beschäftigungsverhältnis und in Teams seine Doktorarbeit erstellt. Das führt dazu, dass wir höher qualifizierte Doktoranden heranziehen. Problem in Deutschland: man weiß jetzt nicht, wo man sie einstellen soll. Man hat jetzt lauter hochqualifizierte Doktoranden, hat aber an den Universitäten die Stellen nicht, um sie weiter zu beschäftigen. Das ist eine der stets ungelösten Probleme an den Universitäten. Eine Lösung ist, man bietet Karrieren an, garantiert also solchen Doktoranden Dauerstellen. Dann ist die Frage, wie ambitioniert sind sie in der Folge tätig. Das andere Problem ist, man bietet nachher keine Stellen an, dann ist man nicht selten in eher prekären Arbeitsverhältnissen als Ergebnis. Das heißt, auch hier kämpfen alle Universitäten um einen Mittelweg. Soweit die generelle Perspektive, damit zur Johannes Kepler Universität, in der sich natürlich diese abstrakten Themen widerspiegeln. Die Johannes Kepler Universität ist eine Universität, die noch traditionell in vier Fakultäten eingeteilt ist, nämlich in die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, in die Rechtswissenschaften, in die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät und jüngst in die Medizinische Fakultät. Wer das nicht wissen sollte, weil immer von der Medizinuniversität die Rede ist, darf ich hier darauf hinweisen mit Nachdruck, dass das eine Fakultät unserer Universität ist. Diese Fakultätenstruktur spielt im Organigramm der Kepler-Universität eine mehr emotionale Rolle. Die eigentlichen Organisationseinheiten sind aber die Institute. Und das ist eine Besonderheit unserer Universität. Unsere zweite Führungsebene unterhalb des Rektorats sind die 120 Institute. Jeder, der sich mit Betriebswirtschaftslehre auseinandersetzt, wird feststellen, dass das eine Führungsspanne ist, die nicht ohne weiteres zu bewältigen ist, weil eine Rücksprache mit 120 Institutsvorständen, Institutsvorständinnen und daneben noch über 30 Abteilungen der allgemeinen Verwaltung zu führen, damit 150 Führungskräfte in der zweiten Ebene, ist sportlich und so meines Wissens in keinem BWL-Lehrbuch vorgesehen. Aber das ist eine Struktur, wie ich sie vorgefunden habe, und da sind wir auch dabei, eine Reorganisation sukzessive vorzusehen. Aber das ist aus einer aus einer Sicht der Kollegenschaft eine sehr begrüßenswerte Struktur, weil es sehr viele Kleinbereiche schafft, die auch eine bestimmte Forschungsautonomie sicherstellen. Es ist aber keine Struktur, die besonders führungsaffin ist. Das Budget unserer Universität ist, und natürlich weisen wir immer darauf hin, gemeinsam mit der Politik, dass das immer noch zu wenig ist. Es ist aber nicht ganz unbeachtlich, 130 Millionen Euro pro Jahr, wobei es einen wesentlichen Sprung durch die Medizinfakultät gegeben hat. Und diese 130 Millionen sind eine immense Verantwortung. Das ist etwas, was mir ein wesentliches Anliegen ist, das auch an meiner Universität zu vermitteln. Das muss irgendwer verdienen. Das wird uns zu treuen Händen übergeben und es ist unser Job, diese 130 Millionen mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad zu versehen und damit auch mit einem hinreichenden Engagement all derer, die bei uns mit diesem Geld beschäftigt werden. Zu diesen 130 Millionen kommt noch ein Drittmittelvolumen von etwa 35 Millionen Euro pro Jahr. Damit merken Sie auch, dass unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine solche Universität durchaus schon eine beachtliche Größe hat. Wir haben 20.000 Studierende, zumindest laut Studierendenevidenz. Nicht alle davon haben von Anfang an die Absicht, auch wirklich zu studieren,
sondern es gibt eine beachtliche Zahl von Studierenden, die ihr gesamtes Studierendenleben nicht bei einer einzigen Prüfung antreten. Über die Motive dennoch zu inskribieren, kann man spekulieren. Wir haben 60 Studienrichtungen, wir haben Headcount 2700 Mitarbeiterinnen, in Vollzeitäquivalenten sind das 1800 und wir haben 14 Beteiligungen, wo wir strategisch beteiligt sind. Was sind die Ziele des Rektorats angesichts dieser Ausgangswerte? Völlig klar ist, wir sind mit den Indikatoren im Bereich der Lehre nicht zufrieden. Wir haben zu wenig Studierende, die aktiv studieren, wir haben zu wenig Studierende, die absolvieren und wir haben zu wenig Studierende, vor allem in der Technik und im Bereich der Naturwissenschaften, absolvieren. Das ist ein sehr ernstes Thema, denn, und das wird die Industriellenvereinigung jederzeit bestätigen, aber auch jeder Betrieb in Oberösterreich, die Zahl der Technikabsolventinnen und Absolventen der JKU und der Fachhochschulen reicht nicht annähernd aus, um den Bedarf am Standort zu decken. Und das ist ein ganz ernstes Thema, auch was die gesellschaftliche Verantwortung unserer Universität trifft. Und wir haben festgestellt, dass wir, egal welches Studium wir eingeführt haben in den letzten Jahren, und wir haben insbesondere die Kunststofftechnik mit einem relativ beachtlichen Marketingbudget eingeführt, zwar die jeweilige Studienrichtung profitiert hat, aber nicht die Gesamtzahl der Technikstudierenden und naturwissenschaftlich Studierenden, also der MINT-Studierenden. Wir haben bisher so etwas wie eine gläserne Decke bei 4000 Studierenden. Und diese gläserne Decke gilt es zu durchbrechen. Und die werden wir offensichtlich nicht dadurch durchbrechen, dass wir zu den 30 Studienangeboten, die wir im Bereich der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät haben, noch weitere dazugeben, sondern dass wir ein anderes Bewusstsein schaffen dafür, wie attraktiv ein Technikstudium in Linz sein kann. Das ist ein ganz ernstes Thema und da haben wir uns ganz viel vorgenommen, auch mit der Politik und mit der Wirtschaft und der Industrie. Wir wollen einen klaren Fokus setzen auf Produkt- und Produktionsprozessforschung, also auf das, was die Wertschöpfungskette der oberösterreichischen Industrie vor allem ausmacht, wobei das durchaus nicht nur auf die kerntechnologischen Prozesse beschränkt ist. Da gibt es genauso wichtige Themen, etwa im Bereich der Betriebswirtschaft, Stichwort Innovationsmanagement. Da gibt es wesentliche Themen im Bereich der Rechtswissenschaften, Stichwort geistiges Eigentum. Da gibt es wesentliche Themen, was die Veränderung des Arbeitsplatzes betrifft, Stichwort Industriesoziologie. Mit anderen Worten, uns geht es nicht nur um eine Technik- und Technologieforschung, sondern uns ist auch ganz wesentlich, die Technikfolgen mitzubedenken. Das werden wir, und darauf komme ich noch zu sprechen, mit unserem Linz Institute of Technology angehen. Daneben ist uns ganz wesentlich, die Grundlagenforschung nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben an der Johannes Kepler Universität, und das ist leider viel zu wenig bekannt, gerade im Bereich der Naturwissenschaften, unsere besten Forscherinnen und Forscher, im Besonderen im Bereich der Physik und im Bereich der Mathematik. Das sind die beiden Bereiche, wo wir uns nicht nur ganz leicht mit den anderen österreichischen Universitäten messen können, sondern wo wir nach den Publikationen und vom Impact der Publikationen europäische Spitze sind. Und das wollen wir auch durch eine School of Science viel stärker sichtbar machen. Der Bereich Betriebswirtschaftslehre, hier brauchen wir in Zukunft mehr Konturen, natürlich auch im Wettbewerb mit der Wirtschaftsuniversität. Das wird in eine Linz Business School münden, die akkreditiert werden soll.
Business School ohne Akkreditierung ist perspektivenlos. Deswegen gibt es ein klares Commitment mit den Kollegen der Betriebswirtschaftslehre, dass hier die Akkreditierung das nächste Ziel ist und ein ganz wichtiger Meilenstein ist. Worauf ich noch zu sprechen kommen werde, ist das Thema Ausbau der Geisteswissenschaften mit einem klaren Fokus auf die Pädagoginnenbildung neu. Das ist also ein bedarfsorientierter Ausbau der Geisteswissenschaften. Medizinische Fakultät, Medical School ist angesprochen und auch unsere rechtswissenschaftliche Fakultät muss aufgrund der internationalen und europäischen Herausforderungen viel stärker aus dem Konzept einer Fakultät in Richtung einer Law School hineinwachsen. Eine klare Vorgabe, die besonders schwer umzusetzen ist, ist eine leistungsorientierte uni-interne Mittelvergabe. Sagt man, na eh klar. Das ist aber nicht leicht umzustellen. Dazu ein Erlebnisbericht eines jungen Kollegen aus unserer Physik. Ich habe Ihnen gesagt, das ist einer unserer allerbesten Bereiche. Ein junger Physiker, aufgewachsen in Villaring, habilitiert an der Kepler-Universität im Bereich Physik der weichen Materie, hat es mit 32 Jahren geschafft, an einer Ivy League-Universität in den USA einen Tenure-Track als Professor zu bekommen. Das ist so ziemlich das Höchste, was Sie wissenschaftlich erreichen können. Also die Ivy League-Universitäten sind die besten Universitäten unter den US-amerikanischen Universitäten. Der war zu Weihnachten da, ich habe ihn eingeladen. Wir haben besprochen, wie seine Berufungsverhandlungen an dieser Universität ausgeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, man hat mir ein paar tausend Euro als Budget zugesagt und das ist das Startbudget, damit ich mich um universitätsinterne Mittel kompetitiv bewerbe. Keine Zusage vom Personal, keine Zusage von Investmitteln, sondern die Chance, sich darum zu bewerben. Und das ist das System. System Deutschland, Österreich, auch noch die Schweiz. Berufungszusage, eine bestimmte Zahl von Planstellen, die man quasi als Lebenszeitzusage an der Universität bekommt. Dass das völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen sind, liegt auf der Hand. Und das ist auch ein wesentlicher Ansatz, wie wir im LIT Geldmittel einsetzen werden. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt. Dieses System kann man entweder nur ganz schleichend an der Universität einführen, nämlich immer dann, wenn ein Lehrstuhl frei wird, kann man mit dem Inhaber ausmachen, der dann kommt oder der Inhaberin, dass das künftig gilt. Dann ist es ein Prozess auf Jahrzehnte. Oder andere Möglichkeit, man setzt das um, dann muss man in bestehende Zusagen eingreifen. Weil die hat es ja über die Jahre gegeben. Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen, weil das Universitätsgesetz hat 2002 schon diese Zielvereinbarungen vorgesehen. Es hat der Gesetzgeber des Universitätsgesetzes sich aber nicht überlegt, woher kommen die Mittel, mit denen ich Zielvereinbarungen schließe. Weil die kommen entweder dadurch, dass ich etwas on top gebe und das dann verteile, oder indem die Universitätsleitungen das Instrument bekommen, etwas wegzunehmen an Ressourcen und die neu zu verteilen. Und jeder, der im öffentlichen Dienst tätig ist, weiß, dass das jetzt nicht einfach nur so eine Nebenbei-Entscheidung ist, ob man das umsetzt oder nicht, weil es da ja auch so etwas wie einen Vertrauensschutz gibt. Wobei ich nur einmal dazu sage, es geht nicht um die Dienstverhältnisse der Professoren, die werden sowieso nicht angegriffen, sondern um deren Ausstattung mit Assistentenressourcen, mit Investmitteln etc. Ganz große Herausforderung, das heißt, wenn man von einer leistungsorientierten Mittelvergabe spricht, dann muss man das alles mitbedenken. Strukturierte Förderung von Nachwuchswissenschaftlern habe ich angesprochen und ein ganz wesentliches Ziel, auf das ich abschließend zu sprechen komme,
ist der Campus als Lebensraum. Zunächst zum Thema Qualitätsoffensive in der Lehre. Wir kämpfen damit, dass die Zahl derer, die prüfungsaktiv sind, und die Zahl derer, die das Studium wirklich abschließen, uns viel zu gering ist. Und das ist in Linz nicht gut, das ist aber an den anderen Universitäten, die mit vergleichbaren Studierendenzahlen umgehen müssen, nicht wesentlich besser. Das ist für beide Bereiche kein Trost, aber wir müssen mit dem Thema offensiv umgehen. Und jetzt sage ich Ihnen noch dazu, was Prüfungsaktivität nach den Kennzahlen des BMWFW heißt. Prüfungsaktiv ist, wer Prüfungen mit wenigstens 16 ECTS-Punkten absolviert. ECTS-Punkte sind das System, nach denen man den Lernaufwand bemisst, das ist der sogenannte Workload. Und der Workload, wenn man in Mindestzeit studieren will, sind 60 ECTS-Punkte pro Studienjahr. Also wenn ich ein Studium in der Mindestzeit abschließen will, wenn ich ein Jus-Studium in 4 Jahren abschließen will, Mindestzeit, dann muss ich Prüfungen über 60 ECTS-Punkte machen. Prüfungsaktiv im Sinne der Terminologie des Wissenschaftsressorts ist man, wenn man 16 ECTS zumindest hat. Das heißt, jene Kolleginnen und Kollegen, die an der unteren Schwelle der Prüfungsaktivität sind, mit 16 ECTS und so fertig studieren, brauchen 3,5 Mal so lang für das Studium und sind prüfungsaktiv. Das heißt, das ist eine ohne dies denkbar niedrige Schwelle, die hier als Kennwert gesetzt wird. Und wir haben, so wie andere Universitäten, nur etwas über 40% Prüfungsaktivität. Das heißt, mehr als die Hälfte der an der JKU inskribierten Studierenden erreicht diese 16 ECTS-Punkteschwelle nicht. Nur, ich habe es vorher schon gesagt, das ist jetzt nicht etwa so, dass jetzt 30% bei 14 ECTS und weitere 30% bei 10 ECTS sind, sondern ein Drittel macht nicht einen ECTS über das Studium. Jetzt können Sie sagen, na warum jammert er darüber so? Das kann ich Ihnen sagen. Weil wir ja mit denen umgehen wollen, die sich bemühen und es nicht schaffen. Und für uns einmal ganz wesentlich ist festzustellen, wer will mehr ECTS schaffen, schafft es aber nicht. Und die müssen wir von denen unterscheiden, die sich überhaupt nicht darum bemühen, dass sie auch ECTS schaffen. Das heißt zu sagen, das System hält das problemlos aus, dass Studierende, weiß ich nicht aus welchem Grund, inskribieren, ohne jedes Studium abschließen zu wollen, ist für das System unschädlich. Das ist ein Argument, das immer wieder kommt. Ich kann Ihnen aus eigener intensiver Wahrnehmung sagen, das stimmt nicht. Weil wir ja die Aufgabe haben, uns um alle im System zu kümmern, dass sie möglichst prüfungsaktiv studieren und möglichst mehr als prüfungsaktiv studieren. Und wenn ich dann nicht feststellen kann, wer diese Ambition überhaupt verfolgt, dann ist es schwierig. Und das ist deswegen wesentlich, weil es Instrumente gibt, Kolleginnen und Kollegen, die das Studium abschließen wollen, aber auf Schwierigkeiten stoßen, nicht selten in einen Studienverlauf kommen, der typisch ist, dass er in Richtung Abbruch geht. Und genau dort müssen wir gegensteuern. Also Sie können typische Studienverläufe EDV-mäßig herausfiltern, wo Sie bei wem schon im zweiten Semester merken, dass das im fünften Semester tendenziell in den Studienabbruch geht. Und dann ist es natürlich vernünftig, mit dem Kollegen im zweiten Semester darüber zu sprechen, was er tun soll, damit der Verlauf eben nicht typisch in Richtung Abbruch geht. Studienverlaufsmonitoring habe ich angesprochen. Wie wichtig dabei ist, dass wir es mit Studierenden zu tun haben,
die Ambition und Neigung für das Studium haben, kann ich gar nicht oft genug betonen. Ich bedauere wahnsinnig, dass das Thema Zugangsregelungen in der österreichischen Politik ein ideologisch völlig überhöhtes Thema ist. Das ist also für eine Partei ein absolutes Fahnenthema, wo man bestimmte Diskussionsbarrieren aufbaut. Und es gibt einfach ein paar Daten dazu, die niemand, egal was er für Meinung dazu hat, völlig ignorieren kann. Ich sage Ihnen ein Beispiel von der Technischen Universität Graz, das mir der Kollege Kainz, Rektor, berichtet hat. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Architekturstudium. Ein hochgradig beliebtes Studium in Österreich. Was so einmal das erste Interesse, ich könnte ja Architektur studieren, nach sich zieht. Die Grazer haben zwei Zugangshürden eingebaut. Hürde 1, ein Motivationsschreiben. Hürde 2, die das Motivationsschreiben abgeben, eine Zugangsprüfung. Motivationsschreiben ist nur zu erklären in zwei Seiten, warum man Architektur studieren will. Und wer das macht, egal in welcher Rechtschreibung und egal mit welcher Grammatik, also wer irgendwo plausibel sagt, warum man Architektur studieren will, der kommt in die Phase 2. 40% scheitern an der Phase 1. Das heißt, sie sagen, sie wollen Architektur studieren, und wenn dann von ihnen die Universität ein Motivationsschreiben verlangt, dann geben sie das nicht ab. In Jus haben wir das Motivationsschreiben nicht. Sie können sich vorstellen, welche Gedanken das bei mir auslöst. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da hören Sie bei mir ideologische Debatten auf. Wenn der Steuerzahler pro Studium in etwa 60.000 Euro aufwendet und es unbotmäßig ist, von Kandidatinnen und Kandidaten eines Studiums ein Motivationsschreiben zu verlangen, dass sich die eine Stunde, zwei Stunden hinsetzen und zu Papier bringen, warum sie das studieren wollen, dann sind unsere sozialen Systeme nicht so austariert, wie man sich das vorstellt. Also das ist, und das zeigt ja auch, warum uns wichtig ist, dass Menschen, die bei uns studieren, Motivation und Neigung haben. Und über das Thema muss ich nachdenken. Und ich kann Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Ich bin überhaupt kein Fan der Zugangstests, so wie sie in der Medizin gemacht werden. Sie werden aber so gemacht. Medizinstudium bis 2001, keine Zugangsbeschränkungen, keine Pflichtanwesenheiten. Der erste Abschnitt war sozusagen, hat den Effekt gehabt, dass er selektiert. Abbruchzahlen wie in keinem anderen Studium, also weit über 60%. Einführung der Zugangsregelungen, Einführung von relativ strengen Pflichtpräsenzen, zwischen 90% und 95% absolvieren, derer, die beginnen, absolvieren erfolgreich das Medizinstudium. Und das ist nicht, zumindest nicht allein deswegen, weil der Test genau die selektiert, die die Besten für das Studium sind, überhaupt nicht. Aber Sie haben keine Vorstellung, was allein der familiäre Druck ist. Wenn es jemand hat, also es gibt auf ungefähr 5, die sich bemühen, kriegt es einen Platz, wie der Gruppendruck, der Familiendruck etc. ist, diesen Lotto-6er Medizinstudienplatz zu haben, dann auch in der Folge zu nutzen. Also wir haben schon ein Thema, dass ein Studium, das öffentlich finanziert ist, in das man beliebig gehen kann, nicht den gleichen Wert erweckt, den ein Studium hat, das mit dramatischen Zugangsrestriktionen versehen ist. Und damit sage ich nicht, wir sollen für alle Studien diese Tests einführen, aber wir können nicht das Thema Zugangsregelungen völlig tabuisieren, wenn ich die Erfahrung TU Graz
und die Erfahrung mit Unis zusammennehme, dann muss das irgendeine Diskussion auslösen. Und die Diskussion ist unvermeidlich. Und dann kann ich darüber diskutieren, ob ich in Studieneingangsphasen die Neigung und die Motivation prüfe, was eine Phase ist. Ich kann darüber nachdenken, ob ich das deutsche Modell mache. Zu sagen, wir können uns das insgesamt sparen und die Republik leistet sich das, was wir uns in dem Zusammenhang leisten, dann müssen wir die Unis völlig anders finanzieren. Und dann ist die Frage, ob das Geld wirklich gut eingesetzt ist für diese Zwecke. Also das ist unvermeidlich. Gut, so viel zum Thema Lehre. Linz Institute of Technology ist der Weg in die leistungsabhängige Mittelvergabe. Ich bin wirklich rundum glücklich, dass es gelungen ist, eine jährliche Finanzierung für unser LIT von 3 Millionen Euro aufzustellen. Das ist eine Add-on-Finanzierung, die das Wissenschaftsressort zahlt, plus 1 Million Euro Landesförderung, also 4 Millionen, die wir hier in das LIT stecken können. Und ich bin noch glücklicher darüber, dass es uns gelungen ist, mit dem Wissenschaftsressort auszumachen, dass damit nicht arme Lehrstühle finanziert werden, sondern dass das ausschließlich einer kompetitiven universitätsinternen Forschungsförderung dient. Also genau das, was ich Ihnen von dieser einen Ivy League-Universität berichtet habe, haben wir jetzt tatsächlich im Rahmen einer Add-on-Finanzierung bewilligt bekommen. Die Kolleginnen aus der Universität bewerben sich mit Projekten, die international evaluiert werden, für dieses Geld. Und dieses Geld wird ausschließlich projektorientiert zur Verfügung gestellt. Und das ist auch wesentlich, es können sich für eine Reihe von Projekten auch außeruniversitäre Wissenschaftler als Forschungsgruppenleiter bewerben, die dann Staff der JKU sind. Also wir beschränken das nicht auf unsere Belegschaft, sondern wir loben das international aus und High Potentials aus der ganzen Welt bewerben sich, um ein Projekt am LIT zu leiten für die Dauer dieses Projektes. Es ist niemand institutionell LIT-Professor. Es ist jemand für die Dauer eines Projektes und wenn er das erfolgreich abwickelt, hat er bessere Chancen, wenn er das nächste Projekt einreicht. Kann ich noch viel dazu sagen, aber aus Zeitgründen will ich das nicht überstrapazieren, weil ich natürlich nicht an die pädagogische Hochschule kommen kann, ohne über Pädagoginnenbildung neu ein paar Worte zu verlieren. Das ist eine Herausforderung, die wir uns nicht gesucht haben, sage ich ganz ehrlich. Das ist eine Herausforderung, die uns die Politik auf den Tisch gelegt hat und das ist eine Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen, weil es aus unserer Sicht die Chance bietet, im Verbund, nicht nur in Oberösterreich, sondern in dem Fall Oberösterreich und Salzburg, gemeinsam an der Pädagoginnenbildung in der Sekundarstufe zu arbeiten. Man kann über diese gesetzliche Regelung viel sagen, man kann daran viel kritisieren. Das Mindeste, was man kritisieren muss, ist, dass die Bundesregierung den Gesetzentwurf eingebracht hat und bei den Kostenfolgen in der Regierungsvorlage angemerkt hat, dass das kostenneutral ist. Wie man bei einer dramatischen Verlängerung der Ausbildung, bei einer Intensivierung der Ausbildung, bei einer zusätzlichen Akademisierung der Ausbildung so eine Aussage treffen kann, ist vermutlich nur in Österreich ungestraft möglich und lässt uns jetzt alle mit dem Problem kämpfen. Ich sage Ihnen dazu, dass die Leistungsvereinbarung 16 bis 18 nicht einen Cent zusätzlich für die Universitäten vorgesehen hat und dass es jetzt Hochschulraumstrukturmittel gibt, die für diese Verbünde ausgelobt werden und vermutlich irgendwann im Laufe des Sommersemesters eine Entscheidung gibt, ob das Geld kommt oder nicht. Sie wissen, ab wann das Gesetz umzusetzen ist, nämlich ab 1. Oktober.
dass das von der Vorlaufplanung nicht nur für uns, sondern auch für unsere Partner von den pädagogischen Hochschulen und den anderen Universitäten am Standort ein sportliches Unterfangen ist, brauche ich nicht besonders zu betonen. Sie kennen die Rahmenbedingungen. Wir diskutieren derzeit den Cluster Mitte, also ein Angebot, das gemeinsam von den Salzburger und Linzer Universitäten geschnürt wird. Es ist offen, ob die Kunstuniversität Linz sich in dem Cluster beteiligt. Das schaut nicht besonders gut aus. Da gibt es bestimmte Verwerfungen, was die Anforderungen betrifft, im Diskurs mit den Salzburger künstlerischen Universitäten. Ich würde es als echte Schwächung des Clusters betrachten, wenn wir die Kunstuniversität nicht dabei haben. Ich hoffe auch sehr, dass die Landespolitik hier auch noch einmal eine Initiative setzt und alles tut, um die Kunstuniversität letztlich doch an Bord zu holen. Und ich sage Ihnen aus meiner Sicht in drei Sätzen die große Herausforderung, die wir haben. Der Cluster Mitte ist eine großartige Idee, wenn, und das ist das, was ich schon der Landesrätin Hummer gesagt habe die letzten Monate und jetzt natürlich auch dem Landeshauptmann Stellvertreter Stelzer, wenn es gelingt, in Oberösterreich ein ausreichendes Fächerangebot zu machen. Wenn also es attraktive Wahlmöglichkeiten gibt, die ich alleine in Oberösterreich absolvieren kann. Ich kann Ihnen aus unserer Erfahrung, was die Studierendenmobilität betrifft, sagen, ich halte es für ganz unwahrscheinlich, dass jemand ein Fach in Linz macht und ein Fach in Salzburg, wenn er genau diese Fächer auch beide in Salzburg machen kann. Also wer das glaubt, der geht von völlig unrealistischen Voraussetzungen aus. Und daher ist eine Breite des oberösterreichischen Angebots eine Überlebensfrage, eine echte Überlebensfrage im Cluster Mitte. Wenn wir das nicht gewährleisten können, dann wird es eine Gravitationswirkung Richtung Salzburg geben, dass wir nur so schauen werden. Noch einmal, diese Mobilität, dass wer sagt, das ist doch eigentlich klassisch, studieren zwei Standorten, Linz und Salzburg, das wird so nicht gesehen. Und daher kann ich wirklich nur davor warnen, und wir tun das auch die ganze Zeit, alle Beteiligten, dass wir uns wirklich bemühen, ein möglichst breites Angebot aufzustellen. Es gibt intensive Gespräche in dem Zusammenhang. Ich sage aber auch dazu, dass ich das als große Chance sehe für die Kepler-Universität. Wir haben in der Fachkompetenz viel anzubieten. Wir können in der Fachdidaktik, in der Pädagogik ganz viel lernen von den pädagogischen Hochschulen. Ich glaube, dass das eine Befruchtung ist. Wir werden bei uns die Pädagogik zu einer School of Education ausbauen, weil uns das Thema wichtig ist. Wir haben mit dem Kollegen Altrichter und Co. da eine hohe Kompetenz an der Kepler-Universität. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Chance ist und dass das wirklich der bedarfsorientierte Einstieg der JKU in die Geisteswissenschaften ist. Ich meine, wir haben so erste Ansätze, aber das wäre ein ganz wesentlicher Bereich, wo es auch wirklich einen dringenden Bedarf gibt. Ich kann dann gern noch einiges dazu sagen. Was die Chancen und Risiken betrifft, trage ich in diesem Gremium Eulen nach Athen. Das können wir gern gemeinsam diskutieren. Ich bin auch in einer operativen Ebene nicht in allen Details eingebunden, kenne aber die wesentlichen Perspektiven. Ein letztes, weil es mir so wichtig ist und weil man dafür so viel Bewusstsein schaffen muss und weil das auch erste Erfolge zeitigt. Es war eine Entscheidung vor mehr als 50 Jahren, die Johannes-Kepler-Universität am Rande der Stadt entstehen zu lassen. Typisch dafür ist, ich weiß nicht, ob es immer nur so ist, aber wie früher mit der Straßenbahn auf die Uni gefahren bin, hat es immer geheißen, Endhaltestelle Universität. Und ich habe heuer beim Universitätsball gesagt, mir ist ein Anliegen, dass es nicht mehr davon die Rede ist, dass die Universität die Endhaltestelle ist, sondern dass unsere Universität in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Und das heißt nicht, dass wir den Campus aufgeben. Aber der Campus muss ein Lebensraum werden, der von den Linzerinnen und Linzern viel stärker erobert wird. Es gibt keine andere Universität in Österreich mit einem so schönen Campus wie die Kepler-Universität. Aber es ist viel zu wenig Leben auf dem Campus. Es ist viel zu sehr sozusagen ab 17 Uhr von alle wieder noch die Vorlesungen weg. Und der Campus ist leer. Und damit verliert man genau das, was die Qualität des Campus ist. Nämlich, dass übergreifend Professorinnen und Studierende, dass Vertreter verschiedener Fachdisziplinen, dass Nicht-Uni-Angehörige und sonstige Bewohner, dass es da zu einem ganz anderen Austausch kommt. Und die Erfahrung zeigt, und unser Projekt bestätigt es, ohne Gastronomie oder um es noch plakativer zu sagen, ohne Wirtshaus, keine Geselligkeit. Und das ist eines der ganz großen Defizite gewesen am Campus der JKU. Wir haben mit dem JKU Deichwerk innerhalb eines atemberaubenden Zeitraumes mit Unterstützung des Landes und der IV dieses Kulturcafé aus dem Boden gestampft. Und ich kann Ihnen sagen, da spielt sich's wirklich ab. Es gibt jetzt am Wochenende Brunch ab 10 Uhr, der ist x-fach ausgebucht. Da sind weit nicht nur Studierende, sondern da sind schon die Univiertlerinnen und Univiertler, die sich dieses Deichwerk erobert haben. Und daher auch zum Abschluss meine ganz große Einladung, seien Sie wieder öfters am Campus im Deichwerk, macht es Spaß. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.